Moin ihr da draußen, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Sekiro. Wir starten natürlich direkt rein. Und heute geben wir uns mal ein bisschen Mühe. Würde ich jetzt mal sagen. Das war Kacke. Wieso? Greift ihn doch an! Okay, wir geben uns keine Mühe. Ja. Okay, alles klar. Momento. Wir gehen aber auf Sterben. Was war das jetzt bitte? Also so angriffsmäßig. Das funktioniert. Ah, jetzt funktioniert es auch. Ah, okay, alles klar, jetzt funktioniert es auch. Dann können wir es ja jetzt mal probieren, ne? Ja, guck mal. So wie es sich gehört. So und nicht anders. So, jetzt warten wir mal wieder ein bisschen ab. Kurz abwarten, bis uns die netten Herren Besuch kommen. Kann man so sagen, ne? Kann man so sagen, wir warten einfach mal ab. Irgendwie habe ich Lust, das mal so eine Miniatur einfach mal aus Langeweile nachzubauen. Wenn ihr das sehen wollt, sagt Bescheid. Das war zu viel. Das war sehr viel zu viel. Ah ja, wir haben ja den Fähigkeitspunkt bekommen, beziehungsweise die Fähigkeit, dass wir, wenn wir jetzt einen Gegner töten und vorher ein bisschen Damage bekommen haben, dass wir ein bisschen Damage, ein bisschen Leben zurückbekommen. Das hatten wir ja bekommen. So, die beiden drehen ab, das ist gut. Er leuchtet jetzt in unsere Richtung aus, aber es macht nichts. So. Kurz warten. Wir gehen ja im Schatten. So, und einmal hier hoch, nächste Ecke. Sehr schön. Ohne abchillen. Aber ich möchte gucken, dass wir jetzt wirklich so versuchen, so sauber wie möglich das Ganze zu machen. Und ihn zu erwischen. Dass wir wirklich, wenn wir Probleme kriegen, dass wir dann noch genug Leben haben, um das Ganze auszureizen, bevor er uns erwischt. Und deswegen schaue ich mal nach, ob ich das alles hinbekomme. So, ich möchte jetzt, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich spreche ihn jetzt gleich erst an. Ich mache erstmal hier die beiden fertig. Danach spreche ich ihn an, dass wir halt, na gut, wie eine kleine Zeitverzögerung haben. Okay, so, das haben wir auch. Alles klar, nächste. Aber wenn wir Glück haben, kriege ich die Gegner so erwischt, dass wir noch einen Fähigkeitspunkt bekommen. Vorher. Das wäre echt cool. So, ich überspringe das mal eben. Wir machen uns jetzt hinten rum. Ein bisschen beeilen, weil er lebt ja nicht lange. Ja, beide. Was geht ab? Wie gesagt, so sauber wie möglich möchte ich das haben. Wir haben aber, glaube ich, alle Bogenschützen ausgeschaltet. Haben wir. Holy fuck. Ich
Ich will keinen flammenden Arsch. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Irgendwie so, na, so nach dem Motto, einer hat irgendwie einen Bogen dabei, habe ich irgendwie so das Gefühl, aber das hat ja keiner. Jo, nebel die mal ein. Nein! Ich war... Ah, schade, ich war ein bisschen zu spät. Ja, bleib mal locker, bleib mal locker. Muss nochmal Vitalität kriegen wieder zurück, stimmt. So, jetzt ist nur noch er da. Holy moly. Warte, warte, warte. Ha, 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 das war... Jo, du Kleiner, was willst du denn? Was willst du denn? Oh fuck. Er hat ja so eine wunderschöne Angewohnheit. Mit seinem... So, ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich den mal eben einhülle. Chill mal deine Base, mein Freund. Komm her. Er war zu weit weg. Nein. Ich dachte jetzt, dass er seinen Atem aushöhlt. So, erstmal anvisieren. So, dann kommen wir mal ein bisschen hier heran da. Es ist blöd, dass wir schon einmal verfehlt haben. Was? Was, 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 was? Der schluckt aber auch wie Scheiße, das ist Wahnsinn. Das ist die einzige Ecke, wo wir den wirklich so treffen können. Und ich kann halt nicht groß auf Damage aufbauen, das ist das Problem. Ich muss warten, bis er trinkt, bis er trinkt. Dann können wir ran. Ja, ja, bleib mal da hinten, komm. Der nebelt sein Schwert damit ein. Hey, lass mal. Wie lange hält der Nebel denn da dran? Alter, bleib mal locker. Bleib mal locker. Oh, ran hier. Was? Nicht dein Ernst. Natürlich stehen wir auf. Natürlich stehen wir auf. Alter, wir haben noch ein bisschen was vor uns bei ihm. Können wir was austesten? Ja. Hä? Wieso war der nicht mehr anvisiert? Holy fuck, ich komm gleich weg. Chill mal, mein Freund, chill mal. Ganz locker bleiben. Einen haben wir noch. Es ist eigentlich, wenn wir in einem Gang drin sind, kommt er überhaupt da rein? Wo ist er jetzt überhaupt? Da ist er! Ja, da ist er, unser kleines Wuppelchen. Hm? Na, aber es geht ab. Ich glaube nicht, dass wir den irgendwie so abwehren können. Alter. Der war ein bisschen sehr fail, ne? Ja, ja, chill doch mal. Komm, da ist mal ein bisschen Öl. Weiß ich nicht, können wir das nochmal vielleicht machen? So zweimal drauf? Wieso sind wir jetzt komplett tot? Wir haben noch eine Kugel übrig.
Wir hatten noch eine verfickte Kugel übrig. Warum sind wir jetzt tot? Das gibt's doch nicht. Das ist doch scheiße. So, okay. Feulessenz, neuer Hausierer. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten. Das Husten und Keuchen eines Mannes, der viele reißt, um sein Geschäft zu expandieren. Der Besitz dieses Objektes reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Der Reisende. Der Reisende, das gibt's doch gar nicht. Wie kriegen wir den denn? Ohne Scheiß, der Kampf könnte eine Stunde dauern. Also ich komme nicht halt hinten an ihn ran. Das ist das Problem. Ich komme von hinten nicht an ihn ran. Boah, wie können wir das denn machen? Okay, wir könnten das so machen. Wo ist der andere? Okay, jetzt müssen wir wieder warten. Jetzt habe ich es ein bisschen zu weit gemacht, zu lange weit getrieben. Ich überlege gerade, wenn wir das jetzt gerade so machen wie vorhin. Sprich, wir machen erst die beiden da weg, holen den dann hier zur Hilfe und gehen dann nochmal hinten rum. Der Dicke ist halt dann auf ihn losgegangen. In der Zeit haben wir aber die beiden Schilde und so fertig gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob es, glaube ich, klüger wäre, wenn wir ihn von hinten erwischen. Weil irgendwie haben wir nur dann eine Chance, wenn wir... Oder generell haben wir nur dann immer eine Chance, wenn wir ihn halt wenn wir unsere Gegner erwischen. Wenn wir die einmal von hinten erwischt haben, dann haben wir immer die Möglichkeit, die zu besiegen, aber sonst nicht. Okay, die beiden sind jetzt verschwunden. Ich warte jetzt eben, bis sie wieder hier vorne sind und dann wieder nach hinten gegangen sind. Oder gehen. Ne, die gehen wieder zusammen, okay. Weil dann habe ich halt die Möglichkeit, direkt hinten den da zu erwischen. Alles klar. Jetzt heißt es aber trotzdem erstmal kurz warten. Also wir haben einen Plan, den will ich jetzt erstmal austesten, weil wenn ich den von hinten einmal erwischt habe, wir haben immer noch die Möglichkeit, so die anderen so nebenbei fertig zu machen. Das habe ich ja so auch mal gemacht bisher. Also die kleinen Trottel, die dann zwischendurch mal fertig zu machen. Aber wir haben dann schon mal die Möglichkeit, oder haben schon mal dem Großen schon mal ein großes Stückchen Leben abgezogen. So, schnell da hoch. Gut, hoch mit... Achso, ja, stimmt, das ist die Figur. Ich dachte gerade, hey, da hinten ist ja noch eine Figur. Wie geil ist das denn? Was aber völlig unnütz wäre. So, den müssen wir mal eben noch abwarten. Wie checken die das auch nur dann erst, wenn ich neben denen bin, wenn ich neben denen einen Gegner erledigt habe? So vom Gefühl her. So, mal ganz kurz. Jetzt müssen wir die mal erstmal wieder hier. Ich danke euch, meine Lieben. Jetzt werden wir nicht mehr ganz so viele Punkte bis zum bis zum Fähigkeitspunkt. Das überspringen wir auch mal ganz kurz. Ja, lass uns zusammenkämpfen. Jetzt sagt er erst was. Mein Name ist so und so. Ja, das interessiert mich nicht gerade nicht so viel. Ich muss mich gerade beeilen, bevor der Dicke da loslatscht.
Was? Was? Wie? Ach komm! Chill mal deine Flocken. Chill mal deine flockigen Kekse. Ja, ich weiß, das war dumm. Das war richtig dumm, aber egal. Ach komm, ich will auf ihn springen. Mein Gott. Ja, kommt jetzt der andere auch noch an. Was? Was? Warum? Mann. Das ist doof. Das ist richtig doof. Ich müsste es mal mit Blockieren probieren. Warte mal, wir haben einen Fähigkeitspunkt frei. Oh krass. Damit hatte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber egal. Okay, warte mal. Hier haben wir doch einen Fähigkeitspunkt. Treibender Schnitt. Gewährt die Shinobi-Kunst treibender Schnitt. Diese Shinobi-Kampfkunst ermöglicht nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule einen Sprint nach vorn mit einem Schwertschnitt. Geeignete Prothesenmodule, geladener Wurfstern. Wäre auf jeden Fall eine Methode. Nachtschwalbenhieb Serie sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ich überlege einfach mal den zu nehmen und mal gucken, was wir hier dann später bekommen. Hoppla. Was haben wir denn hier? Flugprothesenmodul. Ja, gut. Das sieht interessant aus. Fangzahn und Klinge. Aber wir haben den Fangzahn noch nicht. Achso, nee, geladene Axt braucht man dafür beispielsweise. Geeignete Prothesenmodule, geladene Axt. Ich gehe davon auch aus den Fangzahn. Beziehungsweise in die Fangzahn, weil man, nee, wie heißt die Klinge nochmal? Für 3000 kann ich die Klinge bei unserem Händler kaufen. Und doch irgendwas. Ja, es sind beide so, weiß ich nicht, so gute Sachen. Ich überlege einfach mal, das hier zu nehmen. Und dann einfach mal schauen, was wir hier so finden. Aber machen wir einfach mal, ne? So. Jetzt können wir mal, obwohl hier können wir noch nicht gucken, ne? Wir haben, brauchen ja hier eine Fähigkeit von, okay. Ich will irgendwie so von Anfang an machen. Prothesen-Folgeangriff. Spezielle Schwertangriffe können direkt nach dem Benutzen von Prothesenmodulen eingesetzt werden. Prothesenmodul benutzen mit Control bzw. mit Steuerung und linke Maustaste direkt im Anschluss Folgeangriff. Die Steuerung für Folgeangriffe ist im Ausrüstungsmenü einsehbar. Okay. So, weg. Könnten wir eigentlich mal testen und zwar... Lol. Ah, ich habe ja das Ding jetzt wieder bekommen. Den Schuss habe ich ja nicht hundertprozentig verbraucht. Ich sollte mehr mit Abwehr arbeiten. Genau. So, hier brauche ich jetzt eigentlich wirklich erstmal das Öl. Vom Gefühl her sind wir auch stärker geworden. So, hoch mit dir. Jetzt müssen wir nur kurz weiter wieder warten, bis die halt mehr vorne waren und wieder nach hinten gegangen sind. Ich gucke mal, dass ich jetzt mal mit mehr Verteidigung arbeite. Mit deutlich mehr Verteidigung. Man sieht es ja immer wieder bei mir, dass ich nicht verteidige, sondern dass ich entweder komplett auf einfach brutalsten Angriff gehe. Einfach versuche, die Gegner so lange wie möglich unter Kontrolle zu halten. Was bei den Dicken halt nicht funktioniert. Bei den Kleinen hier meistens schon. Zwar nicht immer, aber meistens schon. Aber bei den Großen halt nicht. Na komm.
Ja, ein bisschen weit. Ja, ein bisschen sehr weit. Hier sind ganz schön rutschig hier. Vor allem, wenn es dann noch regnen wird, dann wäre, boah, das wäre grauenhaft hier oben. Aber ich will Gas geben. Ich will Gas geben, ich will schnell sein. Also schnell bei dem Fight gleich da vorne sein. Ich danke euch. Fehlt es ein bisschen an Leben. Naja, das passt schon. So, an den Dicken kamen wir jetzt gerade nicht ran. Also machen wir uns dann wieder an die Kleinen. An die kleinen Fischieren. Dass wir die kleinen Fische schon mal wegkriegen. Weil die mit den Schildern gehen wir so übelst auf die Eier. Achso, ich kann damit einfach so arbeiten. Okay, ich muss mir das also mal anhören. Ich wollte das mal austesten, weil man kann ja auch Steuerung angeben. Escape. Ich dachte, vielleicht damit kann man das wieder überspringen oder so. Wieso bin ich sichtbar? Wieso bin ich sichtbar für die? Das gibt's doch nicht! Ihr doch Scheiße! Ja, ja, chillt euch mal. Was? Ich hab nicht beide erwischt? Wie, ich hab nicht beide erwischt? Was? Wieso konnte ich die jetzt nicht angreifen? Was ist denn hier los? So, ich muss jetzt erstmal Leben gönnen. Kann ich eigentlich schon fast dabei bleiben eigentlich nur. Nein, nein. Oh, ich habe mich jetzt gerade auf was anderes fixiert. Ich brenne. Im Wasser. Ich brenne im Wasser. Alter, was ist los? Holy fuck! Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich noch ein paar Punkte bekomme. Warum konnte ich den jetzt nicht angreifen? Wieso konnte mich der Dicke vorhin nicht sehen? Okay. Hallo. Ich kann nicht abwehren. Ich kann ihn nicht abwehren. Ich kann da nicht abwehren. Und da konnte ich noch nicht mal ausweichen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich müsste mir den Text nochmal vom Anfang durchlesen. Am Anfang stand ja, wenn die Gegner von oben so runterhauen, wenn sie von den Seiten hauen, was man dann jeweils machen sollte. Ich glaube, den Text sollte ich mir nochmal angucken. Ich glaube, den soll ich mir wirklich nochmal angucken. Ich will den endlich fertig haben. Ich hab, bin mir nicht sicher, wie ich das am besten bewerkstelligen kann. Das Problem, man muss halt immer erst hier durch diese Gegner durch. Das geht mir so ein bisschen mehr auf den Sack. Also die Gegnermassen da hinten, die kann man ja noch einbeziehen als jo, so Zwischenboss-Gegner. Aber die hier? Ich nehme mir den mal Arbeit ab. Komm schon, komm schon. Danke. Danke sehr. Ist auch immer doof. Jetzt sammeln wir uns jetzt das Geld wieder ein, was wir sowieso gleich verlieren. Hey, gerade der erste Tod war doof.
Aber ich kann den großen Mobling kann ich nicht angreifen. Das finde ich doof. Ich kann den jetzt nicht so irgendwie One-Hit geben. Ja, weißt du? Von hinten attackieren oder was? Das kriege ich nicht hin. Mal kurz warten. Naja. Das kriege ich nicht hin. Ich kann ihm halt nicht so ein. Was? Wie konnten die mich jetzt sehen? Ich hab den da früher umgelegt als vorher. Ja, genau. Ich bin nicht hier. Moos brennt auch nicht. Holz brennt auch nicht. Scheißegal. Das ist lackiertes Holz. Da sieht man, da schimmert das Ganze. Ne? Komm, den anderen. Ja, das steuert man übrigens mit der Maus. Schön. So gefällt mir das schon eher. War das Ganze wie immer. Also erstmal die beiden hier holen. Dass ich vorhin hier gesehen worden bin, das kotzt mich so ein bisschen an. Und der ist auch so ein bisschen umgestrickt worden. Bei unseren ersten Versuchen beispielsweise, also vor ein paar Folgen. Als wir den ersten weggeholt hatten, da wollte der zweite gerade so ein bisschen die anderen holen, als wir den ersten angegriffen hatten. Als aber wir den ersten dann wirklich getötet hatten, hat der andere nicht mehr gerufen. Da hat er so vor Schock nichts gemacht und hat uns dann angegriffen. Und jetzt ruft er genau danach wieder. Ja, das überspringen wir mal wieder. Er rennt rein. Ah, jetzt habe ich gerade gesehen, welcher Gegner uns überhaupt sieht. Schwupp rein. Die Kiste kann ich umdrehen. Ja, jetzt hat er uns gesehen. Springe ich dann lieber erstmal weg? Das war jetzt nicht so schwer. Wir rennen einmal rum. In der Hoffnung, dass er uns folgt. Dass wir ein bisschen Zeit rausholen können und die anderen mal eben fertig machen können. Weil da ist ja nur einer. So, damit ist nur noch einer übrig. Lol, der sieht uns nicht. Das ist großartig, dass der uns nicht sieht. Das ist richtig gut. Ich gehe mal kurz hier hoch, kriege ich das hin? Wir haben jetzt zu viel Zeit verplempert. Ich will gucken, wo der sich standardmäßig hinstellt. Oder wir probieren es einfach mal aus. Ich gehe davon aus, dass der sich irgendwie hinsetzt oder so. Ist aber da voll Idiot. Okay, jetzt müssen wir durchatmen. Holy fuck, Digga, chill doch mal deine Nugget. Hab ich daneben geworfen? Ernsthaft? Ich hab daneben geworfen, ich bin so ein Vollidiot. Okay, jetzt haben wir gerade die Möglichkeit. Jetzt haben wir gerade richtig fett die Möglichkeit. Und die Möglichkeit muss ich natürlich jetzt nutzen.
Jetzt sag nicht, der sieht uns wieder nicht. Ist das ein Vollspacken? Und ich bin ein Vollidiot. Ich bin so ein Vollidiot. Okay, weg da, weg da, weg da, weg da. Lol, wer klemmt denn da dazwischen? Hier scheint er nicht zu sein. Wo ist er? Da ist er. Hä, hey, was? Schnell dich mal an, wie sie schnell erstmal weglaufen. Weißt du was, dann renn mal hier zurück. Wir müssten weit genug von ihm weg sein. Ich schau gerade, ob ich den irgendwo sehe. Okay, Musik vorbei, alles klar. Das sieht schon besser aus. Alter, was? Also los mit dem großen Stück Schinken. Oh fuck, ich bin drin, ich bin drin. Ah, da wollte ich gar nicht rein. Ja, chill mal deine Nuggets, chill mal deine Nuggets. Ich darf halt nur nicht zu weit weg. Alter. Aber, Leute, auferstehen. Unkultivierter Sake. Eine Flasche voll trübem, unkultiviertem Sake. Sake ist zum Teilen da. Dieser trübe Sake ist einer von Ishin Ashinas Favoriten. Er hat einen reichen, vollen Geschmack. Andererseits genießt er den Ruf, einen zu schnell zu betrunken zu machen. Eine Gebetsperle. Leute. Was für ein verfickt. Krasser Fight. Vorher die ganze Zeit auf Schnauze gekriegt und dann einmal richtig gut durchgerotzt.